wollen wirklich weiter? Heute Nacht? Ja, denn ich will zum Schloss. Oh, zum Schloss. So, da ist nun auch Teil 2. Nachdem Capcom schon die erste Demo exklusiv für PlayStation-Spieler für ganze 8 Stunden zur Verfügung gestellt hat, verfolgen die Entwickler auch bei Teil 2 weiterhin diese bescheuerte Veröffentlichungspolitik. Und so konnte man gestern einen Teil des mysteriösen Schlosses in Resident Evil 8 The Village erkunden. Ja, ich habe noch heute Nacht ein Meeting mit Graf Dracula. Oh. Dracula? 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 Ein Meeting? Wenn man denn Zeit und eine PlayStation hatte. Wer es verpasst hat, hier kommen meine Eindrücke. Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. Ich mache es kurz und schmerzlos. Habt ihr die Demo nicht gespielt, so grämt euch nicht. Wirklich vom Hocker gerissen hat sie mich nämlich nicht. Wie schon in der ersten Demo The Maiden konnten wir das Schloss, in dem eine riesige Vampirdame haust, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt ist sie tot. Nein, ist sie nicht! Was denn, sie lebt noch? Sie ist Nosferatu. Sie ist Italienerin? Und wie schon damals gefiel mir sehr, was ich sah. Die einzelnen Räume sehen fantastisch aus und strotzen vor Details, klasse Lichteffekte sorgen für die richtige Stimmung und man bewegt sich stets mit einem unguten Gefühl durch das Anwesen. Irgendwie habe ich jeden Moment mit einem Schocker gerechnet. Geben Sie mir den Pfahl. Oh nein. Nein, ich kann es nicht tun. Tun Sie es lieber. Es muss aber von jemandem getan werden, der Sie zu Ihren Lebzeiten geliebt hat. Ich konnte Sie nur gut leiden. Nur das reicht fürs Erste. Dieser blieb aus, aber ich traf den Duke. Den hatten so wir bisher noch nicht wieder gesehen. Duke? Der gute Duke ist ein Händler, das kennen wir schon aus Resident Evil 4. Und er hat einige nützliche Dinge im Angebot, die er gegen Lei, die Währung im Spiel, kaufen könnte. Doch der Leihtransfer bleibt nicht einseitig, auch ihr könnt den guten Duke Gegenstände, die ihr gefunden habt, verkaufen. Das ist eine ganz interessante Idee, die wie gesagt nicht neu in der Reihe ist, aber schon lange nicht mehr implementiert wurde. Ich denke, wir treffen den Burschen noch in anderen Bereichen der Map. Warten Sie! Yes! Joa, was gab's sonst noch? Wir bekamen einen Vorgeschmack auf die klassischen Rätsel der Reihe, entdeckten Schriftstücke, die etwas mehr über das Leben im Schloss verrieten und trafen eine der Freundinnen der Vampirdame, die gar nicht gut auf uns zu sprechen war und meine Kugeln eine nach dem anderen schluckte, als wären es Lutschpastillen. Da hab ich dann lieber meine Beine in die Hand genommen und bin abgehauen. Gelandet bin ich in dem Keller, den wir schon aus The Maiden kennen. Oh je, sieht's da aus. Da müsste mal dringend sauber gemacht werden. Überall Blut. Oh, mein Gott! So viel Blut! Die hatte gerade gegessen. Aber auch hier sehr atmosphärisch gestaltet. Wohlfühlatmosphäre sieht anders aus. Erst recht, als diese Burschen mir auf einmal ans Leder wollten. Na dann, Feuer frei. Aber auch hier haben die Kugeln nicht viel ausgerichtet und ich bekam es direkt mit einem halben Dutzend dieser Gegner zu tun. Hätte ich beim Duke doch nur schweres Geschütz geordert. Also habe ich wieder heldenhaft den Rückzug angetreten. Ein weiteres Mal ist mir dabei aufgefallen, dass das Gunplay wirklich nicht der Hit war. Oh, sie lebt ja immer noch. Dann haben sie nochmal drauf. Nein, nein, das schaffe ich nicht. Wie viel Blut kann sie denn jetzt noch in sich haben? Na los! Das habe ich schon im letzten Video gesagt und ein Kommentar dazu war, Resident Evil halt. Tja, was willst du da noch sagen? Kurz darauf endete nach einer weiteren Begegnung mit einem Vampir die Demo. Jetzt ist sie beinahe tot. Sie ist tot genug. Und Otto, wie war es? Joa, war okay. Einige der erkundbaren Räumlichkeiten kannten wir schon aus der The Maiden-Demo, so wirklich neu war nur der Duke. Wieder einmal hat mir die Grafik und Atmosphäre sehr gut gefallen, ich habe übrigens auf der PlayStation 5 gespielt, das Gunplay weniger. Also keine wirklich neuen Erkenntnisse. Generell habe ich schon Lust auf das Game, ich bin auch einfach ein Riesenfan der Reihe, so ganz aufgesprungen bin ich auf den Hype-Train aber noch nicht. Mal schauen, ob sich das noch ändert. Am 7. Mai erscheint das Game ja schon.
Xbox-Spieler können am 2. Mai dann die zwei Demos nachholen. So kurz vor Release ist das zwar etwas fragwürdig, doch das ist die gesamte Veröffentlichungspolitik von Capcom. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen, unterhaltsamen Einblick gewähren. Freut ihr euch auf das Game? Habt ihr die Demos auch gespielt? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder Like da. Ich verabschiede mich, euer Otto Normalo. Hier, wischen Sie sich damit ab. Danke.